Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle. Welch ein Singen sieht sie, pfeifen, zwitschern die Rehbier. Frühling im Rennmarschier, Mann mit Sonnenscheine. Sie alle lustig sind, flink und fusig leben. Amsel, Drassel, Fink und Strahl und die ganze Vogelschar wünsche dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir alle wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus der Lei, singen, springen, tanzen. Dankeschön, das war schön. Wir sind hier auf einer Insel gelandet und auf dieser Insel leben die Feen und die Feen, die musizieren den ganzen Tag. Und ich dachte, wir können ja jetzt auch ein Orchester bilden und mit den Feen zusammen musizieren. Gute Idee. Und vielleicht macht ihr ein bisschen mit. Und vielleicht macht ihr das Gleiche wie wir. Guckt einfach mal, drückt einfach mal die Stopptaste eine Weile und geht mal in die Küche und guckt mal, was ihr so an Kochgeräten findet, mit dem man gute Sounds machen kann, auch Rhythmus machen kann. Also wir haben hier zum Beispiel sowas gefunden. Das ist, was ist das eigentlich? Bohnen, ne? Linsen. Linsen sind da drin. So ein Schüttelrhythmus ist schon gar nicht so einfach zu machen. Das geht sehr gut. Oder was haben wir hier noch? Jetzt sind die Linsen runtergeflogen. Nichts passiert. Aber es ist nichts passiert. Zum Beispiel so Töpfe und Schüsseln und sowas. Macht sich ganz gut. Und die Nina hat da ein, was ist das? Ein Reibeisen. Ein Reibeisen. Geht vielleicht hiermit gut zu spielen, ja? Und ich dachte, wir machen vielleicht erstmal eine kleine Rhythmus-Session. Wir fangen zusammen an, einen gemeinsamen Beat zu machen. Und dann können wir auch mal versuchen, damit ein bisschen zu improvisieren. Aber erstmal machen wir einen gemeinsamen Grundbeat und dann können wir so ein bisschen rausgehen. 1, 2, 3, 4. Cool! Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir uns wiedersehen, ob euch da auch schöne Rhythmen eingefallen sind, ob wir da auch eine schöne gemeinsame Rhythmus-Session zusammen machen können.
Wir können natürlich auch mit diesen Instrumenten, die wir jetzt schon einmal gefunden haben, also das sind ja alles Instrumente, ne? Also alles, was einen Sound machen kann, ist auch ein Instrument, auch ein Kochtopf oder eine Schüssel, können wir natürlich auch ein Dirigierspiel machen, wie wir es immer gemacht haben. Das machen wir jetzt auch mal. Und das geht natürlich vielleicht jetzt hier im Video, kann ich mich natürlich nicht auf den Fußboden setzen. Wir machen das einfach so. Ich lasse mal die Hände im Bereich des Bildschirms. Das ist ganz laut. Das ist ganz leise. Das ist so eine mittlere Lautstärke. Und wenn die Hände an meiner Brust sind, dann ist das eine Pause. Und das Schlusszeichen, das kennt ihr ja, das sind einfach die gekreuzten Finger. Machen wir mal los. Ihr musiziert zusammen mit Nina und ich bin der Dirigent. Ja. Achtung. Vorher. Achtung. Toll, danke schön. Da freuen sich die Feen. Schau mal, Michi, wo wir sind, am Meer. Und in diesem Meer wohnt ein kleiner Junge. Dieser Junge kommt aus Israel und heißt Kolodin. Ja, wir haben, gibt es ein ganz schönes Lied, das ist für uns auch ganz neu, das haben wir ausgesucht. Und wir denken, dass ihr das super lernen könnt, auch im Video. Aber wir wollen vielleicht erstmal den Text ein bisschen üben und dann wollen wir es zweimal singen. Und der Text geht so: Kol do di, fahre hin über das weite Meer. Zusammen: Kol do di, fahre hin über das weite Meer. Überwinde alle Grenzen, gehe hin in das ferne Land. Überwinde alle Grenzen, gehe hin in das ferne Land. Muss mal spielen? Ja? Ja. Mal gucken, wie das klingt. Kolodin, fahre hin über das weite Meer.
Überwinde alle Grenzen, wir hin in das Firmament. Überwinde alle Grenzen, wir hin in das Firmament. Wüstenlandschaften. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen rumspazieren. Los geht's. Oh oh, aber es ist ja gar nicht so einfach, hier im Sand zu gehen. Uff, ganz schön schwer. Die Füße, die sinken immer wieder in den Sandboden ein. Wir können uns eigentlich nur ganz langsam fortbewegen. Ganz schön heiß hier. Lasst uns mal den Dünenberg hochklettern. Landschaft. Die Kamele sehe ich ganz Kamele. Toll. Da fällt mir dieses Lied aus Palästina ein. Sum Gali Gali. Das könnten wir doch jetzt singen. Das können wir singen, genau. Und ich habe ja auch den Text schon parat und vielleicht üben wir den erstmal. Das ist natürlich zum Teil nicht auf Deutsch. Wir versuchen das einfach mal, ja? Mhm. Und... Sum Gali Gali Gali, Sum Gali Gali, Sum Gali Gali Gali, Sum. Auf dem Teppich fliegen wir, immer weiter weg von hier, über Wüsten und Oasen, sehen Kamele unten grasen. Sum Gali Gali Gali, Sum. Vielleicht nochmal, Michi? Machen wir vielleicht nochmal, genau. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Mhm. Und... Sum Gali Gali Gali, Sum Gali Gali, Sum Gali Gali Gali, Sum. Auf dem Teppich fliegen wir, immer weiter weg von hier, über Wüsten und Oasen, sehen Kamele unten grasen. Sum Gali 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 Sum. Ja, versuchen okay, wir es mal zu singen. Machen wir gleich zweimal hintereinander weg mit einem kleinen Zwischenspiel. Ne? Dass wir zwischendurch auch mal
zum Luftholen kommen. Dann, ihr Lieben, stellt euch alle auf euren fliegenden Teppich und dann fliegen wir mal über die Wüste, über die Oasen. Sum gani 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 sum gani gani sum gani 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 sum. Auf dem Teppich fliegen wir immer weiter weg von hier über Wüste und Oasen, sieh Kamele unten rasen. Sum gani 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 sum. Michi, guck mal, wo wir hier sind. Was ist das? Kenne ich nicht. Voller Heu ist es hier auf jeden Fall. Komischer Ort auf jeden Fall, ne? Ja. Und an diesem Ort, da lebt Herr Müller. Mit seinem Floh, oder? Mit seinem Floh. Genau. Mhm. Und da gibt es nämlich ein schönes Lied und das wollen wir heute mal versuchen zu lernen. Und weil das gar nicht so einfach ist, lernen wir erstmal den Text. Ja, und der geht so. Herr Müller hatte einen Floh, der stach Herrn Müller irgendwo. Herr Müller hatte einen Floh, der stach Herrn Müller irgendwo. Herr Müller dankte für die Ehre, dann nahm er eine lange Schere. Herr Müller dankte für die Ehre, dann nahm er eine lange Schere und schnitt ihn in zwei gleiche Teile, jedoch nach einer kurzen Weile. Und schnitt ihn in zwei gleiche Teile, jedoch nach einer kurzen Weile. Da wurden aus dem einen Floh zwei neue Flöhe draus. Oho. Da wurden aus dem einen Floh zwei neue Flöhe draus. Oho. Da sprach der eine von den beiden. Da sprach der eine von den beiden. Man muss nicht einen Floh zerschneiden. Man muss nicht einen Floh zerschneiden. Ja, und dann gibt es da noch so einen Zwischenrhythmus. Zwischen jeder Strophe gibt es einen Zwischenrhythmus und der geht so. Genau, der kommt eigentlich immer nur zweimal, so wie wir es jetzt gemacht haben. Aber wir können den ja jetzt mal ein bisschen laufen lassen, haben wir gleich eine gute Rhythmusübung. Ja, und... Genau. Ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal mit Klavier zu spielen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Lied, das wird nicht beim ersten Mal klappen. Aber es ist ja ein Video, ihr könnt euch das ja auch
mehrmals anmachen und ihr könnt das wiederholen. Ja? Ich gehe mal heimlich ans Klavier und wir versuchen es mal. Okay, dann versuchen wir es mal. 1, 2, 3, 4. Seht mal, wo wir jetzt sind. In einem wunderschönen, alten, magischen Wald. Und in diesem magischen Wald kann es auch passieren, dass wir uns in Bäume verwandeln. Wir spüren, dass die Füße sich nicht mehr bewegen können. Die Füße sind fest verwurzelt. Nur noch der Körper bewegt sich, aber die Füße sind fest verwurzelt im Waldboden. Probiert es mal aus. Und uns wachsen dicke Äste. Zu dicken Ästen. Nur die Arme und die Finger bewegen sich. Verwandelt sich in einen neuen Ast und dann kommt der andere und verwandelt sich auch in einen neuen Ast. Immer abwechselnd nehmen wir neue Baumformen ein. Unterschiedliche Bäume können wir daraus machen. Und nur mit beiden Armen und Fingern und der Kopf kann auch dazu kommen.
denkt dran, die Füße bleiben immer verwurzelt. Nur der Oberkörper, der Kopf, die Arme und die Finger können sich bewegen. Wir können uns wieder bewegen und schütteln.